Und ihr seht, ich bin alle Gänge durchgegangen. Wenn hier das Gehen nicht ist, dann... Welches Gehen ist das? Holst du das dann? Ich bin auf dem Rückweg. Hier ist es nicht. Da, fertig. Ach, da ist es, lol. Schwere Gehen. Ich wundere mich gerade, wo ist das Gehen, verdammt. Ein weiterer Angelplatz. Felsen. 6. Sehr sympathisch. Hoffentlich kann man übernachten oder so. Oh, wie lustig. Kann man hier nirgends übernachten und speichern? Ich will erstmal ein Startcamp nämlich. Ausruhen. Aber Siegbert. Jetzt kommt ein sehr epischer Kampf gleich. Haben wir den anderen Feuerring? Egal. Wir werden schon nicht so viel abziehen. Da sitzt der coole Geist. Und schnitzt Holz. Sieht aus wie so eine kleine Kartoffel, aber ist wahrscheinlich Holz. Alte Kriegskollegen. Oh, aber Pekko, warum nicht er nicht mehr auf dem Teppich? Nur weil eine Zwiebel ist. Ich hab schon wieder Hunger. Kannst du nicht sagen. Doch, ich hab Hunger. Was gibt es? Was für Nudeln? Mit dieser ekligen Tomatensauce? Ketchup. Ja, dann möchte ich gerne mit Ketchup, danke. Und den roten Ketchup. Doch, du gehst runter und sagst dir das. Wenn du schwere Curry-Ketchup drauf brauchst, ich schmeiß jetzt das Bett, ne? Ich will das mit dem roten Tomaten-Ketchup haben. Oh mein Gott, wie müde ich bin. Es ist 10.50 Uhr. Ja, und ich bin so gegen 20 vor 3 ins Bett gegangen. Das geht eigentlich, ne? 7 Stunden Schlaf? Fast? Nee, ich bin ja erst... Nee, ich bin um 10 aufgestanden. 7 Stunden Schlaf, geht. Okay, Geist möchte sich mit Rüh unterhalten. Das kann dann nur auf einen epischen Kampf hinauslaufen, wie immer. Obwohl, Momo ist gar nicht dabei. Es gibt keinen Grund, Rothaarige zu hassen. Egal. Ich bin sicher, Gart hat dir davon erzählt, wie wir Wächter die Wut bekämpft haben. Aber Siegbert. Unzählige Mitglieder der Wut haben wir getötet. Das macht mir jetzt sehr zu schaffen, aber... Das ist vorbei und vergessen, außer wenn du den alten Kampf wieder aufnehmen willst. Nein.
Ja, jetzt kommt's raus. Die Drachenwächter, Drachenjäger töteten die Brut, obwohl sie gar nichts wollten. Also die Brut hat sich nicht gewehrt. Sie hat auch nicht den Krieg angefangen, wie es denen vorgeworfen wurde, sondern ja. Die hat einfach so just for fun mal die Drachen getötet. Okay, ich werde mit Gar sprechen. Okay, wir werden jetzt mit Gar sprechen, ob wir alleine gegen den Typen kämpfen sollen. Oder du kannst einfach gehen. Oder wir dürfen einfach gehen. Natürlich, das ist ein Spiel. Wir dürfen wahrscheinlich nicht gehen. Ja. Ich will die Wahrheit. Dann gibt es nichts, was zu sagen. Ja gut, okay, dann. Wir sprechen Geist. Komm her. Nach der Schule. Nach der Schule bist du tot. Komm her. Nun, also hast du es dir schon überlegt. Ja, natürlich. Ich will die Wahrheit. Geh da hinten. Ja, der Kampf ist mies. Brauchst du nicht. Ich sag Ketchup. Ja. Nicht den Curry-Ketchup. Okay, die Fackeln sind so... Der holt seine Energie irgendwie daher. Warum auch immer und wieso. Und war, keine Ahnung. Und ein riesiger Drache. Nein. Was machen wir als erstes? Die Fackeln kann man auch angreifen und die machen wir auch erstmal kaputt. Weil die geben den Typen immer wieder Energie. Das wollen wir ja nicht. Seht ihr? Ganz, ganz böse, diese Fackeln. Wir haben trotzdem eine extra Runde. Okay, die erste Fackel ist weg. Zwei Schläge. Jetzt kommt die zweite Fackel. Oh, oh, ich mache mir Sorgen. Der Typ ist ein Feuertyp. Was, wenn wir nicht abziehen und danach Schwert? Obwohl, wir ziehen die Fackeln ja auch was ab. Eigentlich dürfte es abziehen. So. Okay, beide Fackeln tot. Jetzt kann's losgehen. Wir machen erstmal Kriegsruf. Das erhöht unsere Angriffskraft. Ja, sachlich hast du Teil 6, wie gesagt. Oder Teil 7 sind wir schon, glaube ich. Ja, Teil 7 habe ich auch schon gesagt. Lange Zauber und Attacken. 4 Stunden später. 4 Monate später. Das ist alles für ein bisschen Kraft ab. Ja, ja, mach du mal schön. Mach das gleich einfach nochmal. Wir machen erstmal schön vorbereiten, bevor wir gleich Superkombo machen und den wegklatschen. Ja, ja, wir machen erstmal Energie, natürlich. Ich bin ja nicht irre. So, jetzt kann ich mich noch schlagen, dann mache ich Vitamine und dann geht's los. Heilig. Was bringt ihn das? Was heißt das? Du Penner! Du bist du ein Arsch und bist du tot, Junge, nach der Schule. Nach der Schule bist du tot. Jetzt bist du dran, Kollege. Jetzt vorbei. Ihr kennt das, Leute, was da passiert.
Komm zum Onkel. Nein, falsch, schade. Egal, 7 geht auch. 500. Riskschlag. Ja, natürlich, der hat einen Todesschlag. Könnte sich verarschen. Das darf man nicht riskieren. Ich möchte nicht gerne sterben. Also nehmen wir uns ein schönes Vitamin.